Wenn ich jetzt hingehe, wird er getötet vom Vieh. Könnte ich wetten. Um wie viel wetten wir? Oh, großzügig. 2 Kugeln. Wow. Im heutigen Video schauen wir uns das neue Amnesia namens The Bunker. Wenn euch das Ganze gefällt, zeigst du mit einem Like und abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit willkommen, meine Damen und Herren. Seit wann mache ich dieses Intro? Wir schauen uns heute Amnesia The Bunker an. Ein Spiel, was recht frisch rauskam. Ich habe Bock auf Horror. Aber aktuell muss ich sagen, der einzige Horror, den ich empfinde, ist die Temperatur in meinem scheiß Aufnahmebereich. Bevor ich es vergesse, falls der Ton komisch klingt, liegt es daran, dass genau da ein Ventilator steht, der mit maximaler Leistung gerade Wind auf mich pustet. Hinweise beim Spielen, ich bin manchmal habe ich ein Brett vorm Kopf. Finde ich gut, können wir machen. Ich habe noch nie in Amnesia gespielt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Warum gucke ich nach oben? Dort ist nur die Technik, da ist die Kamera. Hi, hallo, wie geht's euch? Um in diesem Krieg zu überleben, bedürfen sie erstens grundlegender Fertigkeiten und müssen zweitens genug gottverdammten Verstand besitzen, um zu tun, was nötig ist. So schnell kann ich nicht lesen. Die Fertigkeiten kennen sie nicht. Tja, schnelles Lesen gehört schon mal nicht zu meinen Fertigkeiten. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler, der jetzt behoben sein müsste. Schiff, wenn du dich bewegst, um zu rennen. Bitte erklär mir nicht, wie ich renne in dem Horror. Oh, shit. Munition. Als R gedrückt, um nachzuladen. Vermute ich. Halte Dings gedrückt, um den Revolver zu drehen. Drücke Dings, um zu schießen. Und wie kann ich den Revolver wieder wegschmeißen? No way! Das ist ja übel geil! Komm mit! Dich werfe ich auf Gegner. Oh, nee, warte. Voll um zu ducken. Was ist eigentlich unsere Mission? Wir sind hier mitten im Krieg und machen einfach unser eigenes Ding, oder wie? Ja gut, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Alter, das ist ja so geil. War das in den anderen Amnesia-Teilen auch so? Weil wenn ja, muss ich mir die unbedingt angucken. Au, oh, oh, oh Gott, wie soll ich jemals aimen hiermit? Hä? Wo ist der Revolver? Empty! Alter, gefühlt treffe ich gar nicht. Oh. Ist jetzt nachgefüllt? Lad doch nach, Junge. Ach, du willst mich verarschen. Das ist ja unglaublich. Wo ist denn wohl eine Drücke Tab, um zu sehen, wie schlimm es ist? Ja, nicht so schlimm. Das geht. Ich glaube, dem hier geht es deutlich schlechter. Ist das Blut oder sind das schon die Eingeweide? Alles einfach so eine eklige, rosane Masse. Du hast einen Gegenstand erhalten, der zur Herstellung weiterer Gegenstände verwendet werden kann. Nimm das andere Stoffteil auf und drücke Tab, um auf dein Inventar zu greifen. Und kombiniere die beiden Stoffe, um einen Wundverband herzustellen. Zack. Und dann... Okay. Halte hm gedrückt, um den Gegenstand bereit zu machen und drücke hm, um ihn zu benutzen. Okay. Ja, sieht jetzt alles safe aus, würde ich sagen, oder? Mach auf! Ich brauche bestimmt wieder irgendwas, um das dagegen zu werfen. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, was unsere Mission ist.
Wir sind irgendwie Soldat. Der mit beschäftigt ist, nicht das zu tun, was er soll. Ich glaube, wenn ich da so einen Sack gegenwerfe, bringt das gar nichts. Vielleicht kann ich das mit dem Dings hier aufbrechen. Ey, mach mal Tür auf. Auf das Ding. Nein, hallo! Kommst du wohl mit? Mitkommen. Und wie habe ich mir jetzt da mehr erhofft? Okay, anderer Weg. Oh. Maybe ist das der andere Weg. So, bereit machen. Success. Hallo. Oh, voll cozy hier. Das ist der übelst cozy. Imagine, es regnet so wie jetzt und du bist hier einfach. Sitzt hier so auf deinem Bett und denkst dir einfach nur so. Mit einer Granate in der Hand. Ist schon ein ziemlich entspanntes Leben. Ich schätze mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Leeren gehen auch einzeln durch. Das ist ja. Nein, 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 nein. Oh, oh, ich dachte, er hat die komplette vollen auch weggemacht. Das wäre ja scheiße gewesen, Alter. Der wahre Horror an dem Spiel ist wirklich, dass die Munition knapp ist. Lass das mal. Ey. Hallo? Oh, shit. Oh mein Gott! Ehrenbruder, dankeschön. Ist das ganze Game jetzt im Setting vom Krieg? Ohne irgendwelche besonderen übernatürlichen Gegner? Weil das wäre schon ein sehr, sehr interessantes Setting für ein Horrorgame. Alter. Kann ich mich hinlegen? Was ist denn mit seinem Gesicht passiert? Ach du Scheiße. Das sieht safe aus. Hier, trink das. Dann werde ich dich aus hier rausholen. I'll get you back to safety. Just hold on to me. Ich dachte kurz, dass das ein Sniper wäre da hinten, aber tatsächlich ist nur mein Visier. Mein Zielkreuz Dings. Fadenkreuz, so heißt das Ding. Nee, nicht erschießen. Nein. Aua. Bist ganz auf dich gestellt. Lerne, passe dich an, experimentiere und überlebe. Das haben meine Eltern auch gesagt, als sie mich rausgeworfen haben. Okay, so alleine auf mich gestellt war ich ja dann wohl doch nicht, wenn ich noch verarztet werden konnte. Glücklicherweise.
Habe ich irgendwas im Inventar? Gar nichts. Flashlight, irgendwas, das mir Licht machen kann. Kann ich Lampe vielleicht mitnehmen? Ne, nicht das Buch. Wer will das Buch? Weg damit. Oh. Nicht ganz das, was ich wollte. Das haben sie auch komplett leer geräumt hier, ne? Hier ist auch in keinerlei noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte oder so. Oder ist die Tür offen? Ach, die ist offen. Ja, was soll ich damit? Und das könnte ich so als Nahkampfwaffe verwenden. Dann wiederum ist die halt echt nicht scharf, ne? Was bist du? Alte Teewurst. Nee, dich will ich nicht. Hallo? Das hört sich definitiv menschlich an. Männlich vor allem. Obwohl hier niemand angreifen will, ein bisschen die Toiletten fegt. Oder? Okay. So, wenn ich den jetzt richtig hier drehe, kann ich mir den aufsetzen? Die Antwort lautet nein. Auf hier. Was haben wir hier? Taschenlampe! Ja! Ja! Bitte sagt, die hat Infinite-Dings. Halte F gedrückt, um die Taschenlampe aufzuladen. Achte aber darauf, dass du nicht zu viel Lärm verursachst. Ist ja voll geil, das Ding. Hallo. No way, dass ich da lang gehe. Fuck off. Ich gehe doch lieber in den dunklen Gang. Ach, die geht immer nur so lange, wie ich... Ja, das ist mies. Ich verstehe, wie das Ding läuft. Temporär. Du musst permanent das machen. Hallo? Aha, ich kann durchs Level gucken. Ja, okay. Sieht safe aus, würde ich sagen. Der Typ klingt freundlich, aber die Musik sagt mir, dass es abgefuckt wird. Ollie. Thought I was the last one. Damn. Red fucking officers ran and blew the exit behind them. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a brother soldier, not that monster. Es ist zu laut, spinnst du? Get it. Do the job, please. Okay, es gibt übernatürliche Wesen hier im Spiel. Take it. Now. Wo denn? Wo? It's coming. Quickly now. Ich weiß nicht, wo die Muni sein soll. Ich hab dir nicht zugehört, okay? Take it.
Ach so. Wenn ich jetzt hingehe, wird er getötet vom Vieh. Könnte ich wetten. Und wie viel wetten wir? Oh, großzügig. 2 Kugeln. Wow. Ich bin halt einfach amazing. Hallo. Tja. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir nächstes Mal weiter.